Der heutige Handelstag verdeutlicht so ein bisschen das Dilemma der Investoren. Die Aktienmärkte sind extrem gut gelaufen. Vor allem die Aktien, die extrem gut gelaufen sind, sind extrem teuer. Aber auf der anderen Seite sagt man sich, es macht ja auch keinen Sinn, die Fette zu bekämpfen. Also hat man im Grunde nur zwei Alternativen. Man kauft einen völlig überteuerten Aktienmarkt oder zumindest einzelne Aktien, die völlig überteuert sind. Beispiel Apple, die in 10 Handelstagen mal eben 400 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung hinzugewinnen und das bei einem Umsatz von 260 Milliarden Dollar im Jahr, also das 1,5-fache des Umsatzes, nicht des Gewinns. Und da ist man eben in diesem Dilemma, was tun. Also entscheidet man sich derzeit, ja, pass auf, dann kaufen wir die Aktien, die nicht so gut gelaufen sind. Und deswegen werden Aktien im Russell 2000 gekauft, diesem Nebenwerteindex, der ist heute 1,5% im Plus, werden Aktien aus dem Dow Jones gekauft, so die Zyklika, die Klassiker, die nicht so besonders aufregend sind, auch der Dow Jones deutlich im Plus. Und es werden überwiegend Tech-Aktien verkauft, eine Microsoft etwa, eine Facebook, auch eine Amazon. Also die Aktien, die vorher diesen Run der Aktienmärkte eigentlich erst ermöglicht haben, die wahnsinnig starke zugelegt haben. Und so haben wir im Prinzip eine permanente Rotation, seit Freitag raus aus den Tech-Werten, rein in andere Aktien, die eben weniger gut gelaufen sind, in der Hoffnung, dass die dann auch noch so super laufen und man dann letztendlich long im Markt bleiben kann, weil man ja auf der anderen Seite die Fed eben nicht bekämpfen will. Schauen wir uns mal zum Beispiel hier ein paar Titel an, die schlecht gelaufen sind. Hier sind die S&P 500 Loser und hier sehen wir, die sind überwiegend heute im Plus und zwar teilweise recht dicke, etwa Carnival, Kreuzfahrtanbieter, Delta Airlines, Fluglinie, wie auch immer sie heißen, Norwegian Cruise und Kohl's. Also diese Aktien, die jetzt nicht gerade Hightech sind, die laufen heute gut. Und das, was vorher gut gelaufen ist, hier sind die S&P 500 Gewinner oder die stärksten Aktien aus dem S&P 500 seit dem März. Und da sehen wir hier eine Facebook 2% im Minus, eine Apple war deutlich im Plus, nach einer Kaufempfehlung ist dann aber teilweise sogar ins Minus wieder gedreht, eine Amazon im Minus, wie gesagt, Microsoft 2% im Minus. Also es ist ein Bäumchen wechseldicht. Es ist die Frage eben, ob diese Schwäche, diese leichte Schwäche bei Tech, die wir seit Freitag sehen, ob das ein Frühindikator ist für das, was kommt. Normalerweise zieht Tech früher an und schwingt dann auch früher wieder ab, wenn die Märkte drehen. Wichtig vor allem für die Tech-Werte ist der Dollar, denn die machen viel Geschäfte im Ausland, im Nicht-Dollar-Raum. Und wenn man da einen stärkeren Dollar hat, dann ist das ein bisschen negativ. Dann kommt eben aus dem Ausland weniger Gewinn raus sozusagen. Das ist derzeit das Muster. Ich werde immer wieder gerügt, geradezu kritisiert, dass man sagt, ja Mensch, der Fugmann, der meckert immer über diese Fahnenstangencharts, aber was soll man denn kaufen? Ja, es ist natürlich nichts gerade wirklich billig, mit Ausnahme vielleicht, ich hatte diese Grafik heute im Videoausblick heute Morgen schon gezeigt, mit Ausnahme von Rohstoffen, also nicht Edelmetalle, sondern Rohstoffe. Hier sehen wir, dass die zum Beispiel im Vergleich zu den FANG-Aktien extrem günstig bewertet sind, historisch günstig bewertet sind. Und wenn man davon ausgeht, dass irgendwann die Dinge vielleicht wieder besser werden, mehr Nachfrage entsteht nach Rohstoffen, möglicherweise auch Inflation entsteht, dann wären diese Rohstoffe sicherlich nicht allzu schlecht. Aber zunächst mal muss die Kuh vom Eis gebracht werden. Jetzt hat Sid Donald ja am Samstag diese Exekutivorder an den Start gebracht. Aber das Ganze ist eben nicht ein vollgültiges Programm, so wie es eigentlich aus den Verhandlungen zwischen US-Demokraten und Republikanern hätte heraus entstehen können. Das ist sozusagen nur ein Minimalprogramm. Die Schecks, die die Amerikaner dann bekommen von 400 Dollar wöchentlich, die sind bis 1. September begrenzt. Also das ist sozusagen nur ein Überbrückungsding. Deswegen wird man jetzt und verhandelt jetzt auch weiter. Donald Trump hat jetzt hier die Demokraten wieder scharf attackiert und gesagt, ja, jetzt wo Schumer und Pelosi sehen, was ich gemacht habe, wollen sie plötzlich einen Deal machen. Ich glaube, die wollten vorher schon einen Deal machen, weil alle haben viel zu riskieren oder alle riskieren viel in einer solchen Situation. Trump hat es sehr schlau gemacht, indem er eben sozusagen diese 400 Dollar erstmal aufs Gleis gesetzt hat. Da können die Demokraten jetzt schlecht sagen, nee, nee, wir wollen auf keinen Fall, dass die Leute 400 Dollar bekommen. Aber das wird noch eine schwierige Geschichte.
Möglicherweise ist es eben so, dass es dann bei diesen 1, irgendwas Billionen bleibt und nicht wie von den Demokraten erhofft über 3 Billionen. Und da ist ja viel Geld für US-Bundesstaaten dabei, die überwiegend demokratisch regiert sind. Das will Donald Trump auf keinen Fall, wollen die Demokraten auf keinen Fall. Insgesamt sehen wir, dass die Amerikaner doch jetzt deutlich pessimistischer wieder werden. Hier ist der Anteil derjenigen, der in den nächsten 4 Wochen ein geringeres Einkommen erwartet. Und die Zahl ist deutlich steigend, liegt jetzt weit über 30%. Etwa jeder dritte Amerikaner geht davon aus, dass es ihm jetzt schlechter gehen wird finanziell. Und in Sachen Tech vielleicht eine Erklärung, warum die Tech-Werte nicht so laufen, ist ja eigentlich auch neben dem schwachen Dollar und den hohen Bewertungen, dass hier ja TikTok und WeChat sanktioniert werden sollen. Und das ist vielleicht für Apple, die heute sich ja sehr gut hält im Vergleich zu anderen Tech-Aktien, aber für Apple könnte das ein Riesenproblem werden, weil erstens viele Chinesen in den USA WeChat nutzen. Das ist für die die einzige Möglichkeit, im Grunde zu kommunizieren, unbewacht oder naja, mehr oder weniger unbewacht von den chinesischen Behörden. Und es ist vor allem für viele Chinesen, die Apple iPhones kaufen, dann ein Argument zu sagen, nee, dann kaufe ich keins, weil schlichtweg eben ohne WeChat, das ist praktisch unser WhatsApp, was so ziemlich jeder nutzt, da wäre das natürlich ein Riesenproblem. Und es ist nicht gerade unerheblich, was eben Apple in China verdient. Von den 59,7 Milliarden Dollar, die man verdient hat, jetzt im zweiten Quartal kommt 9,7 Milliarden aus China. Also das ist schon ein ziemlicher Batzen, oder Greater China, wie es heißt. Da ist dann Hongkong mit dabei und Taiwan. Also das ist schon ein ziemlicher Batzen, den man nicht gerne verlieren würde. Und die Spannungen zwischen den USA und China werden nicht weniger. Heute ja die Meldung, heute früh schon, dass der Medientycoon Jimmy Lai verhaftet wurde. Darüber hat sich Pompeo äußerst besorgt gezeigt, wie er gesagt hat. Und gleichzeitig hat dann China in Gegenreaktion eben gegen die Maßnahmen TikTok, WeChat etc. die Sanktionen gegen Ted Cruz, Marco Rubio und andere US-Senatoren erhoben. Also man ist sich freundschaftlich verbunden in jeder Hinsicht. Und freundschaftlich verbunden ist man sich auch, um jetzt mal das Land zu wechseln und in die glorreiche Bundesrepublik zu kommen, ist man auch bei der noch glorreicheren SPD. Hier ist ja heute Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten der SPD ernannt worden. Das ging dann relativ schnell. Und Extra 3 sagt hier, erfolgreicher Wahlkampf in einem starken Team. Das sind ja gleich 2 Witze in einem Tweet. Da ist durchaus was dran. Wir haben abschließend hier in Deutschland noch doch einen gewissen Pessimismus der Firmen, was die Aufhebung der Beschränkungen betrifft in Sachen Corona. Hier geht man davon aus, dass etwa 8,5 Monate die ganze Geschichte noch dauern wird. Das ist für viele Firmen eine lange Zeit, eine vielleicht zu lange Zeit, aber wie es aussieht, werden jetzt die Deadlines verlängert oder wird die Frist verlängert, in der man keine Insolvenz anmelden muss. So heißt es zumindest, ist noch nicht ganz sicher. Aber es läuft darauf hinaus, dass diese Aufhebung der Insolvenzanmeldepflicht, dass die weiter in die Zukunft verschoben wird. Man kaschiert also sozusagen das eigentliche Problem weiter. Schauen wir uns die Märkte an heute, und was wir hier sehen, ist der Nasdaq 100. Wir sehen, nach wie vor ist da ein Stück weit Schwäche drin. Es geht nach wie vor nicht nach oben. Ein Stundenchart wie alle anderen von Capital.com. Aktuell 11.036, wir waren ja schon, wann war es, in der Nacht auf Donnerstag waren wir fast auf 11.300. Wir sehen, dass der DAX seitwärts läuft, da passiert relativ wenig, aktuell knapp unter der 12.700er Marke. Wir sehen, dass der Dow Jones deutlich bullischer ist jetzt auf einmal als etwa der Nasdaq. Wir sehen, dass Gold, und das gilt eben auch für den Russell 2000, dass Gold jetzt ein bisschen unter Druck kommt, 2029. Wir waren da schon ein bisschen höher intraday. Wir sehen Dollarstärke, Euro-Dollar unter Druck, 1,1749. Und Silber ist auch relativ volatil heute, wenn es denn kommt. Und das hält sich bei knapp 29, da waren wir schon drüber. Noch nicht das Verlaufshoch, das wir kürzlich gesehen hatten, aber es geht rauf und runter. Es ist ein Bäumchenwechselspiel, man geht so tendenziell raus aus Tech, geht tendenziell rein in Nebenwerte, die im Russell 2000 enthalten sind. Der Russell 2000 hat ein Kursgewinnverhältnis von 110. Das deshalb schon, weil etwa 40% der Unternehmen in diesem Index Verluste machen. Also man kauft
verkauft das eine, was vielleicht ein bisschen teuer ist, und kauft das andere, was auf einer anderen Art noch viel teurer ist, wenn man genauer hinschaut. Aber was bleibt übrig? Was soll man tun? Das ist die Gretchenfrage. Ich wünsche einen hoffentlich nicht allzu schwitzigen Feierabend und sage Servus und Ciao.